Und das habe ich gelernt, dass wenn ich dann mit dem Publikum und der Gruppenklugheit vom Publikum arbeite, dass dann eine Veränderung möglich ist. Wie hier ist der Beweis, Teeuhren müssen nicht so rum. Hier hat einer eine super Idee, die zwar sehr überflüssig ist, gehabt, aber er zeigt, Teeuhren können auch von unten nach oben. Und mich hat das Publikum gehalten. Die Briefe, die Zuschriften, die Leute, die zu mir gekommen sind und mir Mut gemacht haben, das wissen die meisten Leute gar nicht, weil die denken, ach, das ist doch völlig egal, ob es geht da rein, da raus, meine Meinung ist unwichtig. Aber das systematischer einzuholen, sich Feedback geben zu lassen und nicht nur auf neidische Kolleginnen und Kollegen angewiesen zu sein oder Leute, die ein anderes Weltbild, eine andere Vorstellung haben. Und auch der Respekt davor, was das eigentlich für eine Herausforderung ist, wenn Sie was Beispielloses tun.